Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Electrocraft. Jo, es geht weiter mit der Staffel 2. Ich reiß mal ganz kurz unser Cobblestone-Haus hier ab, was wir gebaut haben zum Schutz, dass wir nicht gleich in die Luft fliegen, wenn wir hier auf die Welt kommen. Und ja, also wir waren in der letzten Folge ziemlich erfolgreich in Farm. Das ist unser Inventar. Zwar nicht, zwar auch sehr viel Eisen und auch sehr viel Zinn. Dafür nicht so viel Silber, ein bisschen Uranerz auch, Hieloritum auch ein bisschen und Osmiumerz, ein Stack Kohle und noch ein bisschen Kupfer. Und ich würde sagen, das reicht erstmal. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen nach zerstörtes Haus. Und wo ist denn das überhaupt? Es ist in die Richtung. 400. Ja, das ist jetzt schaffen. 400 Meter, das schaffen wir ja. Zuerst mal. Nee, wir haben ja schon hier eine Mine als Wegpunkt. Baue ich mich einfach mal hier nach oben, würde ich sagen, oder? Weil ich habe jetzt, glaube ich, auch. Nee, kein, glaube ich, kein Essen mehr dabei. Wir sind aber hier. Laufen gerade durch den Dschungel. Also, da ist alles easy. Und, ja. In der ersten Folge sind wir halt. Mal ein bisschen doof gelöst. Teleporter haben uns teleportiert. Da würde ich mich nochmal entschuldigen. Das wird jetzt das nächste Mal jetzt nicht mehr sein. Wir werden jetzt nur noch laufen. Denke ich mir, oder? Weil ich so weit ist es nicht. Wir haben jetzt schon wieder 200 Meter hinter uns. Und ich kann ja sagen, ich meine, hier ist ja schon die Wüste. Ich glaube, das ist schon unsere Wüste hier. Das ist schon noch das noch Zuckerrohr. Nehmen wir auch mal mit. Oder ne, haben wir schon. Ach egal, nehmen wir nochmal mit. So, auf dem Weg. Auf dem Weg mal ein. Ich komme mir so ein bisschen ruckelig vor. Kann das sein? Nicht? Ich weiß nicht. Ja, 50. Waren früher mal mehr. Ist auch ein härteres Moddeck. Weil wir sind jetzt schon fast da. Also ich würde jetzt nicht. Ach, guck mal. Hühnchen mit einem Geschenk auf. Es ist ja bald schon wieder Weihnachten, ne? 3.11. Ja, ja. Nur ein Screenshot. Bald ist Weihnachten, Leute, und darüber will ich auch nochmal reden. Weihnachten. Jemand hatte sich gewünscht, dass ich wieder wie 2014 auch ein Weihnachtsspecial mache. Das lässt sich einrichten, Leute. Kein Problem. Kein Ding. Das Problem ist nur, ich habe ja noch mein 100 Abonnenten-Special vor mir. Denn ich habe mir die 100 Abonnenten erreicht. Und das ist erstens richtig krass und zweitens, da gehört ein Special dazu. Weil das war wirklich früher mein YouTube-Ziel. 100 Abonnenten, das war echt so die dreistellige Zahl. Das kommt sich jetzt total bescheuert an, weil manche YouTuber einfach in einer Stunde über 100 Abonnenten kriegen. Oder in 10 Minuten. Aber es interessiert mich nicht. Es war damals mein Ziel und ja. Okay, also hier ist nochmal ein bisschen Brennzeug. Ich mache hier einmal Eisen rein. Kupfer müssen wir auf jeden Fall auch brennen, das ist wichtig. So, hier drei rein. Dann wird hier Aluminium, ach, Hieloryt gebrannt. Hier kommt Uranium rein. Ach, das kann man ja nicht brennen, ach ja. Muss dann abbauen, ne? Oder wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Das hier war das hier, ne? Das kann man auch zu einem Seed machen. Man könnte es theoretisch zu Yolorium machen. Ein Slag Furnace. Oder ja. Halt ein Macerator. Also halt Pulverizen halt. Okay. Osmium. Kann man das brennen? Keine Ahnung. Ich warf hier erstmal Zinnerz rein. 7 Stück sollten reichen. Hier das Rest. Kann man das brennen? Ja, kann man. Okay. Du bist restliche auch nochmal hier rein. 2 Stück. Und der letzte Ofen kommt nochmal das restliche Eisen rein. Und dann sind wir auch schon fertig. So. Das kommt raus. Das. Mal ein bisschen aufräumen hier, also Wasserscherben, die Essenzen, das restliche Zeug hier,
Aluminium. Und das war's eigentlich auch. Und dann fangen wir einfach mal an, unsere Sigmill zu machen, die wir eigentlich vorhatten zu machen. Dazu brauchen wir immer Goldbarren, also Nuggets. Auch Nuggets. Die hier wollen wir machen. Nur mal die Werkbank. Craften einmal das hier. Ich habe gerade Redstone mit. Redstone. So. Einmal diesen Basiskondensator. Einmal. Dann den hier. Maschine. Und dann die komplette Sackmüll. Das geht natürlich nicht, weil ich habe keinen Feuerstein dabei. Da ist der Feuerstein. Und da ist die Sackmüll. So. Und die werden wir uns dann in irgendeinen Maschinenraum hier stellen. Muss ich nochmal gucken, wo genau ich es hinstelle. Vielleicht auch, vielleicht, das ist gar nicht mal so dumm. Weil hier ist ja noch ein Raum, ne? Dann bauen wir den hier aus. Und machen hier dann sozusagen Maschinenraum raus. Also zumindest für die Verdopplungsmaschinen. Hier so. Dann stelle ich einfach mal provisorisch hier die Sackmill hin. Der Raum wird natürlich noch anders werden, also noch erweitert. Aber hier kommt erst dann die Sackmill hin. Und dann brauchen wir noch einen Power, also einen Stromgenerator. Man braucht ja auch Strom, die Maschine braucht Strom. Und den beschaffen wir uns jetzt. Was für einen Generator wir nehmen, steht bei mir jetzt speziell noch nicht fest. Also welchen wir jetzt nehmen wollen, weiß ich noch nicht. Zuerst mache ich mal ein anderes Schwert. Weil das hier kannst du echt nicht mehr gebrauchen. Mal ein Quarzschwert. Ja. Zwei. Das ist, glaube ich, sogar auch genauso gut wie Eisen. Ja, 6 Attack mit Damage. Und das glaube ich dadurch halt besser. Ich mache mal diesen Wegpunkt hier mal aus. Dann würde ich erstmal diesen Standard-Generator von Ender-IO nehmen, also diesen Stirling-Generator. Dafür brauchen wir einen Ofen. Das ist ja leicht gesagt als getan. So, haben aber schon einen Ofen. Dann Basiszahnrad. Das ist ja auch total einfach. Zwei Stück davon oder so war das, ne? Ja, links. Unten, rechts, unten. Also das Ganze mal von vorne. So. Zack, 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 zack. Dann brauchen wir Ziegelstein. Oh. Da müssen wir ein bisschen. Oder haben wir noch. Hey, wir müssen noch Ziegelstein. Da ist Ziegelstein. Hier ist aber auch noch ein bisschen Stein. Also wir können es theoretisch noch nachmachen. So, 8 Stück. Und was brauchen wir noch? Ein Kolben. Ja, können wir es auch machen. So. Nein. So. Dann haben wir einen Stirling Generator. Und den packen wir daneben. Und dann können wir jetzt hier theoretisch Holz reintun zur Befeuerung. Kriegt der dann hier Energie. Und dann können wir hier irgendwas reinschmeißen. Wie zum Beispiel, oh, das Eisen sollte ich rausnehmen, das Eisen sollte ich rausnehmen. Oder das Zinn oder so. Das können wir dann nämlich verdoppeln. Das nehmen wir mal raus. Kupfer ist leider schon fast fertig. Das Eisen nehmen wir raus. Das können wir später noch verdoppeln. Also ich tue das restliche Erz hier nochmal rein. Es war total dumm von mir, das jetzt zu machen. Ich doofi. Aber, oh Mensch. Das kommt ja alles rein. Das wollen wir natürlich alles jetzt nicht mehr. So, ich glaube, ich habe auf. Was mache ich denn da? Ich glaube, ich habe auf. Peaceful gestellt. Das hat sich jetzt geändert. Was könnten wir noch für Maschinen machen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir könnten nach unten und den Raum erstmal so erweitern.
Weil das müssen wir auf jeden Fall machen, weil es kommt vielleicht, jetzt muss ich nochmal gucken, bei dem 100-Abonnenten-Special, ne? Was da so kommt. Ich muss hier gerade mal kurz gucken. Ja. Das ist so. Ich werde das auf jeden Fall machen. Was es werden wird, fragt mich. Schreibt es in die Kommentare rein. Ich hatte vielleicht vor, so eine Stundenfolge von Electrocraft zu machen. Das heißt, wir machen hier eine Stunde am Stück Electrocraft. Oder halt was anderes. Zum Beispiel bei 50 Abonnenten Special war es ja 50 Minuten Minispiele. Er werden es vielleicht irgendwie 100 Minuten Electrocraft oder so. Halt in mehrere Teile. In zwei Teile eingeteilt. Sowas zum Beispiel. Könnt ihr entscheiden. Müsst ihr selber sagen, was ihr sehen wollt. Und dann werde ich das auch zu schätzen wissen, wenn mir das denn gefallen wird. Und es mir Spaß machen wird, es umzusetzen. Dann werde ich es auch tun. Ansonsten steht halt auf dem Plan 100 Minuten Elektrokraft. Ist ja auch verkraftbar. Also findet ihr wahrscheinlich dann auch cool. So, der Raum ist eigentlich jetzt gut genug ausgehoben. Das heißt, wir bauen jetzt hier mal eine Wand rein. Beziehungsweise wir bauen dann noch so eine Schicht ab. Und dann kommt die Wand. Also hier wird die Wand reinkommen. Müssen wir noch Steinziegel für machen. Hier kommt die Wand rein. Oder wir lassen halt den Stein. Wir machen hier Holz und lassen den Stein. Das wäre natürlich auch eine Option. Und dann hier halt. Gucken wir mal. Hier oben nach Stein. Und Holz brauchen wir natürlich auch. So, dann setzen wir mal erstmal die Holzplanken rein, weil die kommen so oder so hier hin. Nein, das ist schon mal falsch. Das will mal abreißen. Mann, falsch. Okay, das war richtig. Die beiden hier, die waren falsch gesetzt. Zack, zack, richtig. Und hier auch nochmal. Und hier haben wir keinen Stein mehr. Kein Ding. Auf jeden Fall werden wir den Boden aus Steinziegeln machen, das weiß ich auf jeden Fall. Vielleicht werden wir den später nochmal ändern, weil ich glaube, Chisel-Mod ist hier auch drin, ne? Wir haben, glaube ich, schon Chisel. Bin mir sogar sicher, dass wir schon einen haben, weil ich wollte euch mal demonstrieren, was der Chisel eigentlich macht. Da ist er doch. Gucken wir mal, was wir mit Steinziegeln so machen können. Da kriegen wir das Interessante raus. Sie würde halt gern Boden haben. Der sieht aber auch ziemlich cool aus, oder? Den so als Boden. Das sieht schon echt nice aus. Machen wir uns hier mal ein paar Steinziegel. Also nicht. Mal aufsammeln und zack. Machen die mal hier für den Boden. So. Dann hast du so einen dunklen Boden. Das sieht doch echt cool aus. Nein, eins zu tief. Maschinen müssen wir natürlich auch noch runtergraben unter dem Boden. Weil ich finde halt, wir müssen halt so eine Art Labor halt so. Falls jemand das Fahrrad Spark of Phoenix kennt, der hat das in Projekt Minecraft Galaxy auch schon so ähnlich gemacht. Und ich habe es in Wolf, was auch das ehemalige Projekt Minecraft Wolf, was der Nachfolger von Electrocraft 1 sein sollte, nicht gut ankam und deswegen abgebrochen wurde. Oh, mein Spitzhacke ist gleich kaputt. Da habe ich auch so mit Chisel Mod rumgespielt und auch mit diesen Blöcken, Fabrikblöcken. Und das hier finde ich halt mega cool, hier so einen Boden zu haben. Als Maschinenraum natürlich. Das können wir natürlich stets wieder ändern, aber im Moment finde ich den echt krass. Guckt euch den mal an. Und natürlich als so Umrandung nochmal was anderes nehmen. Na, das war Fail. Oder wir nehmen halt was anderes. Das kriegen wir halt hier noch raus. Hier. Wir machen mal hier zum Test. Und an. Ich glaube, der, oder? Nee, der sieht nicht so nach Maschinen aus. Ja, doch, nehmen wir den. Nehmen wir den. Hier ist eine Werkbank, oder? Nee. Stelle ich da unten gleich wieder welche hin. Aber Holz müssten wir noch haben. Wir müssen nicht mal Holz haben, ne? Ich krieg die Krise, wir haben nicht mal Holz. Dann bauen wir hier nochmal Holzbaum ab. Ja, ein Baum besteht, Holzbaum, ja. Holz besteht oft. Holz besteht. Ein Baum ist. Mann!
Ein Baum besteht meist aus Holz. Stimmt, ja. Was habe ich so einen Gummibaum eigentlich mit abgebaut? Nachts. Na. Muss ich den einzeln abbauen. Der Blätter sind nicht mehr dran. So, kommt aber ganz normaler dahin. Ist mir jetzt egal. So. Mal, wir führen schon 40 Setzlinge. Das ist unnormal. Kautschuk. Und mal können wir schnell brennen. Hier mit den Treppen. Und dem Gummibaumholz. So, jetzt haben wir wieder Eichenholz. Und jetzt können wir uns das hier machen. Beziehungsweise also zwei. Dann daraus zwei Tische. Und die stellen wir wieder hier unten hin. Aber ohne eine Spitzhacke ist scheiße. Ich hole mal kurz Quarz. 1, 2, 3. Und nehmen uns eine neue Spitzhacke. So, auf die 2 bitte. Nicht wegwerfen, Mann. Oh Mann. Ey, das war gerade mega lustig. Es ist aber gerade 16:04 Uhr und es war gerade die Sekunde, also und Minute 16:04. Ja, das war schon nice. Okay, bauen wir den Boden wieder ab, weil ich glaube, der passt doch nicht so wirklich, oder? Nee. Mir lieber den anderen. Oder was haben wir denn hier noch so? Ich glaube, hier gab es noch so richtig interessante Fabrik. Genau. Diese Blöcke hier, Fabrikblock, den könnten wir vielleicht nehmen, weil die sehen echt scharf aus. Fabrikblock. Machen wir Eisen für. Wo ist denn Eisen? Da ist Eisen. Schreckerfabrikator, nee, machen wir hiervon mal so viel es reicht. Weil damit da kannst du richtig viel anfangen. Warte mal, hier waren noch diese Blöcke, ne? Diese, genau. Dann machen wir uns mal ein paar Schrägen. Oder wie die Schrägen gingen, weiß ich nicht mehr. Warte mal. Und dann können wir die so an die Wand machen. Gingen die nochmal? Genau. Um Sticks. Und diese Blöcke hier. Kriegen wir ein paar raus. Immer 24 mit. Dann können wir hier so an die Wand packen. Wisst ihr, was ich meine? Hier so. Sieht doch mega cool aus. So. Dann wird da irgendwie. Was Sparker Phoenix auch gemacht hat. So. Warn-Dinger. Oder nenne ich es einfach mal. Ich kann ja mal zeigen. Diese Dinger hier. Fabrikblock. Diese also hier so reinzusetzen. Nein. Die nicht, sondern die sie so reinzusetzen. Das sieht doch echt krass aus. So. So als Labor wirklich so. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wahrscheinlich schon. Oh, das wollte ich nicht. Bitte das. Nein, das wollte ich auch nicht. Oder das. Hier nochmal alles ausfüllen. Und dann als Decke nehmen wir dann irgendwas anderes. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht den hier, vielleicht auch nicht. Können wir vielleicht auch den hier nehmen als Decke. Das sieht natürlich auch heftig aus. Muss jetzt die ganze Decke noch abreißen. Also das wird halt unser neuer Maschinenraum werden jetzt wirklich. Ich muss mal gucken, wie ich das genau löse. Aber da hinten, also es wird so aufgebaut. Hier ist der Eingang zu unserer Steinmine sozusagen, wo wir Cobblestone farmen oder irgend sowas, weil hier spawnen nicht wirklich Erze. Dann ist hier ein so ein zentraler Raum, wo so Standardmaschinen drin sind oder vielleicht später der Reaktor steht. Stimmt, hier können wir später hier den Reaktor reinbauen. Und dann ist hier Fischer, können wir hier vorbeigehen. Und dann ist hier der ganze lange Gang mit den ganzen Maschinen. Dann hier die ganzen Kabel, also da hinten lang und so weiter und so fort. Das wird richtig cool werden. Also, ich freue mich schon jetzt schon richtig. Aber jetzt müssen wir alles hier zubauen. Oh, wie fett das aussieht. Können natürlich auch noch so Muster oder sowas reinbauen. Geht natürlich auch. Ich muss mir gleich nochmal eine oder zwei Schrägen machen. Weil, der im Moment ja noch nicht ausreichend hat. Fehlen, glaube ich, noch drei oder so. Aber der Rest des Bodens kommt erstmal nochmal weg. Und. Ja. So. Gucken wir mal hier, was können wir noch machen?
Wir könnten ziemlich viel machen. Also die sind echt richtig krass. Davon gibt es noch die hier. Könnten wir als Boden nehmen. Nee, das sieht dann zu gleich aus. Das ist blöd. Können wir für Wände nehmen, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht die hier als Boden. Oder ist das zu hell? Nee, ich glaube das. Nee, lass die braunen nehmen. Diese Standarddinger hier. Die hier. Lass die nehmen. Ja. Und darauf dann den Reaktor. Dann werden die Maschinen später nochmal abgebaut. Und dann kommt hier der Reaktor reingebaut. Weil das wird im Moment noch so. Ja. Könnten wir so als nächstes machen. Da brauche ich natürlich noch mehr Jelurit für. Aber. So wäre das eigentlich ganz okay. So, hier fehlen noch zwei Stück. Nochmal sechs hier rausnehmen. Und die Werkbank muss ich noch einbauen. Genau, hier. Zack, zack. Können wir hier unten noch immer craften. Müssen wir immer nach oben laufen. So, das wird auch nochmal abgerissen. Klar. Und dann ist die Folge auch schon vorbei, Leute. Nochmal ganz schnell ein Screenshotchen. Nee. Soll ja richtig toll aussehen. Hier die zwei noch hin. Und dann, hier. Zack. So. Also ich finde, das ist richtig fett. Stellen wir uns hier so in die Ecke. Sagen Screenshot. Und ja. Okay, Leute. Das war's mit der Folge von Minecraft Electrocraft. In der Hintergrund sehen wir noch die neuen Maschinen. Hier ist der neue Raum, wie gesagt. Okay, Leute, dann bis zur Staffel. Nee, Staffel 2, 7. So. Ciao.